Guten Morgen, es gibt endlich mal wieder einen Reisevlog von mir. Lange ist es her, aber tatsächlich geht es jetzt nach Berlin. Und das für die nächsten 2 Tage, 3 Tage, also bis Freitag. Heute ist Mittwoch und wir fahren jetzt gleich mit dem Zug um circa 7. Jetzt ist irgendwas mit 6:20 Uhr, glaube ich. Genau, das steht an. Ich bringe jetzt noch schnell den Müll runter. Und dann fahren wir auch mit dem Bus zum Hauptbahnhof und achso, ich muss meinen Koffer noch zu Ende packen mit meinen ganzen Kultursachen, weil das hatte ich gestern jetzt noch nicht gemacht. Aber ja, das mache ich jetzt noch schnell. Ich habe auch schon meine neue Tasche. Ich habe nämlich so eine rote Tasche und meine Boxbandage schön gepackt. Und genau, da ist einmal mein Laptop drinne. Dann so ein paar Kabel, mein Portemonnaie. Dann ist hier meine Kamera noch drin für Meetings, weil ich auch Zoom-Meetings habe. Und dann wollte ich noch ein Notizbuch reinpacken. Genau, soweit. Unser nächsten Halt Ehrenplatz erreichen wir um 7:48 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. So, wir sitzen jetzt im Zug und für uns ja, geht es jetzt über Mönchengladbach, Duisburg und Essen und so nach Berlin. Wir sind jetzt im Hotelzimmer angekommen und so sieht es aus. Da ist das Bett, die Toilette. Hier bin ich. Und genau, hier ist dann noch so ein Sofa, ein Schreibtisch und noch ein Kleiderschrank. So, für mich geht es jetzt zum Restaurant. Und ja, deswegen sind wir auch hier. Und wir müssen jetzt los und ich gehe jetzt aber erstmal was essen. Ich war so K.O. nach dem Essen, dass ich mich jetzt eben erstmal hingelegt habe. Wir haben jetzt aber auch schon, ich glaube, fast 7:30 oder so. Ich hatte zwischenzeitlich auch noch einen Call. Ja, aber auch da, ich war irgendwie so müde. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir heute Morgen so früh losgefahren sind und dann den ganzen Tag im Zug waren. Ich will jetzt auf alle Fälle nochmal rausgehen, aber ich glaube, das filme ich mit meinem Handy. Genau, weil ich keine Tasche mitnehmen wollte. Und dementsprechend nehme ich dann einfach mein Handy mit. Und vielleicht esse ich noch eine Kleinigkeit. Jetzt geht es mir auch ein bisschen besser. Genau, und frische Luft tut da, denke ich, nochmal ganz gut. Ja, das steht. Guten Morgen, ich habe gerade noch ein Meeting. Die Sonne scheint, wenn ich jetzt nicht vor dem Vorhang sitze. Das Meeting sollte aber eigentlich nicht so lange gehen. Also, genau, geht jetzt schon eine halbe Stunde, aber ja, wir müssen eine Präsentation vortragen. Aber es ist nur eine Zwischenpräsentation. Und dann geht's raus. Ich denke, da gibt's was frühstücken. Ich fühle mich ein bisschen unfit. Habe gestern ja, wie gesagt, auch ein bisschen dann mich ausgeruht, weil ich so K.O. war. Ich überlege dann eventuell in einen Café zu gehen und dann da auch noch ein bisschen was zu arbeiten, sodass ich dann den Nachmittag genießen kann und hier ein bisschen rumlaufen kann. Und ich wollte auf alle Fälle noch ein paar Basic-Teile shoppen, also Basic-Oberteile. Und richtig lustige Geschichte. Ich war, man sieht es nicht, aber da in der Karambar. Boah, als ich weiß es gerade gar nicht, 16 war oder so, 17. Also ich war auf alle Fälle noch nicht volljährig.
Und eigentlich darf man dann da auch noch nicht rein, aber ich habe einfach Leute kennengelernt und sind wieder hingegangen. Und ja, war ein toller Abend. War ein bisschen weird, aber war ein toller Abend. Ich habe das also quasi damals schon gemacht, dass ich alleine irgendwo hingereist bin, mit 17. Und dann habe ich einfach Leute auf der Straße angesprochen, ob sie mit mir, WM war das, glaube ich, damals, schauen wollen. Tipp, um Leute kennenzulernen. So, für uns bricht jetzt der letzte Tag an und ich war eben schon joggen, 3,5 Kilometer, 3 Kilometer, sowas, im Mauerpark. Allerdings war das jetzt nicht so eine coole Strecke zum Joggen. Und jetzt gehen wir frühstücken mit unseren Koffern, nehmen die auch schon mit und dann gehen wir zum Bahnhof. Aber dann schließen wir nur unsere Koffer ein und machen dann weiter mit unserer Sightseeing-Tour. Und genau, das steht an und ich nehme euch natürlich mit. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Wir sind gestern Abend noch angekommen. Ich weiß gar nicht, 23 Uhr oder sowas. Tatsächlich habe ich auf dem Zug noch die EM geschaut. Das war ja ein kleiner Fail, weil ich das eigentlich schon so Public Viewing mäßig schauen wollte. Aber gut, ist so gewesen. War auch eigentlich echt ganz lustig. Aber jetzt bin ich wieder zu Hause und jetzt startet der Alltag wieder.